Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, Sie können sich denken, was jetzt kommt. Nach dem Motto, ein alter Hut, der steht mir gut, wartet die Fraktion von Bündnis 90, die Grünen, mit dem hier zu beratenden Antrag mal wieder und wenig überraschend mit dem Ruf nach einem Diktat für uns Bürger auf. Die Landesregierung solle mit der Entschließung 183650 über eine Bundesratsinitiative für ein Tempolimit von 120 Kilometern auf Autobahnen sorgen. Dass das im Bundestag schon gescheitert ist, wissen Sie hoffentlich. Die AfD-Fraktion trägt diese Reglementierungswut selbstverständlich nicht mit. Zumal in Deutschland seit 1978 auf Autobahnen und außerorts auf ähnlichen Straßen nach § 1 der Autobahnrichtgeschwindigkeitsverordnung ohnehin das Gebot von 130 Kilometer pro Stunde gilt. Dabei soll es auf unserer Sicht bleiben. Trauen Sie sich nicht zu, liebe Grüne, die Bürger mit Argumenten von Ihren Erwägungen zu überzeugen? Offenbar nein, denn in Ihrer Entschließung drohen Sie denjenigen, die Ihre grünen Wunschgeschwindigkeit nicht einhalten, mit der Keule des Ordnungswidrigkeitsgesetzes oder, wenn das nicht reicht, sogar des Strafgesetzbuches. Ich prognostiziere Ihnen Folgendes. Ihr nach dem Motto steter Tropfen höhlt den Stein, erneut geäußerter Wunsch nach einem generellen Tempolimit auf Autobahnen und ähnlichen Straßen bleibt weiterhin ein zahnloser Tiger und ein frommer Wunsch. Die SPD dürfte zwar auf ihrer Seite stehen, wie Reaktionen aus dem Bundestag dazu seit dem Jahr 2013 bis heute immer wieder zeigen. Deutliche Signale auf den nahezu inhaltsgleichen Vorstoß ihrer Bundestagsfraktion vom 8.5.2019, liebe Grüne, Bundesdrucksache 19/99/48, zeigt aber, dass Ihr grüner Regulierungswahnsinn derzeit auch im Bundestag weder von der CDU-CSU-Fraktion noch von der FDP und der AfD unterstützt wird. Sie bekommen also dort, wie hoffentlich auch hier, keine Mehrheit. Und das gilt, obwohl Ihre Bundestagskollegen, jetzt hören Sie kurz mal zu, den Bürgern sogar immerhin noch 10 km/h Radfahrgeschwindigkeit mehr an Geschwindigkeit zugestehen möchten als Sie. Nämlich die wollen 130, nicht 120. Sie müssen noch ein bisschen was draufsatteln. Als Sie in Ihrer Rolle als besonders strenge Regulierungs- und Verdotspartei, ich meine, Sie haben dann Ruf zu verlieren, Sie arbeiten daran, den nicht zu verlieren, das finde ich gut, das ist gut für uns, gebieten Sie Einheit und lassen den mündigen Bürger entscheiden, ob schnelle oder langsamere Fahrt gewünscht ist. Vielen Dank. Ich habe sogar noch 10 Sekunden. Wollen Sie noch ein paar Sachen hören? Also Veggie Day, Veggie Day. Kein Osterfeuer in Hamburg, das sind die neuesten Dinger. Keine Verbrennungsmotoren ab 2013. Ich habe eine ganze Liste hier. Haben Sie Zeit?